Wenn du so jetzt eine aufgewärmte Mannschaft hast und gibt es irgendwelche Prinzipien, wo du sagst, danach arbeiten wir im Training, das versuchen wir immer wieder umzusetzen oder uns immer wieder in Erinnerung zu rufen? Ja, die Knotenpunkte auf alle Fälle. Es gibt ja unterschiedliche Trainer. Bei uns, einigen im Verein, arbeiten halt mit allen Knotenpunkten. Und ich bin halt eher, oder wir sind auch oft gestrickt, dass wir dann an einzelnen Knotenpunkten arbeiten. Speziell beim Aufschlag, arbeite mit dem mit Füßen viel, arbeite mit dem mit Armen, arbeite mit dem ganzen Körper. Bei so Mädchen ist es unterschiedlich, wie sie es aufnehmen. Die einen nehmen das sehr gut auf, dass man mit allen Knotenpunkten spricht, und die einigen sind dann gleich überfordert. Das muss man halt als Trainer halt immer ein bisschen abwägen.